Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht's mal nicht um Nippel und um Bauchnabel. Oh, was ist die Mehrzahl eigentlich von Bauchnabel? Bauchnabeln. Ach stimmt, ja genau. Jetzt Bauchnebel oder so. Genauso wie gestern in dem Video. Warte, wir haben doch gesagt, Tochter. Wie war das da? Genau, es gibt ja ein Muttersöhnchen. Und wenn die Vater ein Muttersöhnchen vom. Ne, wenn die Tochter ein Muttersöhnchen vom Vater ist. Dann ist es ein Papasöhnchen, ne? Dann ist es ein Papasöhnchen. Aber gut, Alter. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder. Jetzt müssen wir erstmal wieder seriös werden und ja. Natürlich, ja. Ich würde schon ganz stark behaupten, seriös ist mittlerweile mein Lieblingswort. wir reden heute über ein anderes Thema. Und genau. Es handelt nicht um Nippeln, Ärsche, Sex, und, Ficken, Penis, genau. Alles. Genau. Ausnahmsweise mal nicht. Nee, es geht um ein Thema, was eigentlich ziemlich ernst zu nehmen ist. Genau. Und wir unterhalten uns halt immer über Sachen, so abends, unterhalten wir uns über sehr, sehr viele Sachen. Und wir fragen uns immer, wieso reden wir eigentlich nicht über diese Themen, was eigentlich ziemlich schade ist, denn über diese Themen kann man immer geilen Commentary machen. Vor allen Dingen, wir diskutieren ja auch immer krass, weil man ist ja nicht immer genau der gleichen Meinung, aber gerade in diesem Themen-Commentary, kann man ja so sagen, sind wir eigentlich genau der gleichen Meinung, weil es geht einzig und allein, worum geht es, Digga? Es geht um, nehmen wir zum Beispiel als Beispiel Vergewaltiger oder Straftäter und so weiter und so fort. Und um das Strafgesetz. Ja, über das Strafgesetz einfach, ganz kurz und knapp. Also die Leute, die irgendwas Schlechtes begangen haben und dann in den Knast wandern müssen. Willst du anfangen? Ja, Digga, ich würde gerne anfangen. Alles klar. Und zwar, also ich finde es echt traurig, ich kann ja nur von Deutschland reden, wie es in anderen Ländern ist, interessiert mich nicht, weil ich in Deutschland lebe. Und deswegen finde ich es einfach traurig, dass zum Beispiel Leute, die zum Beispiel Steuern hinterziehen, schlimmer bestraft werden als Menschen, die ein kleines Kind zum Beispiel jetzt vergewaltigen. Ja. Ja? Aber Digga, was mir aufgefallen ist, sorry, dass ich jetzt ins Wort rede, ne? Ja. Aber wenn ihr gegen den Staat vorgeht, zum Beispiel Steuerhinterziehung, genau. Oder irgendwie, warte, da gab es noch so eine Story, da gab es mal so ein, das war auch in den Nachrichten, ne, das war echt ein, übelstes, da haben sich ja übel viele Leute drüber unterhalten, und zwar gab es einen Vergewaltiger, er hat ein kleines Kind vergewaltigt, ja. Und der kam für 15 Jahre in den Knast, okay. Und dann gab es einen, das war, warte, der hat irgendwas mit dem, der hat irgendwas gehackt. Ich glaube, der hat irgendwie, irgendwas hat der gehackt. Das war auf jeden Fall so ein Hacker, weißt du? Und der kam für 25 Jahre in den Knast. Ja, ja, klar. Das ist ja auch das Ding. Und das Krasse ist, wenn es dann noch Ersttäter sind, dann kriegen sie wahrscheinlich doch auf Bewährung und was weiß ich alles. Und das finde ich einfach wirklich, also Deutschland macht sich damit zum Affen. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn man zu 100% herausgefunden hat, dass zum Beispiel jetzt jemand, ich bin wirklich darin, ich hasse Kinderficker, ja, es ist einfach so, ich hasse pädophile Missgeburten, da würde ich schon fast das H-Wort nehmen, weil da ist irgendwas in der Erziehung der Mutter falsch gelaufen, Alter, so, solche Leute, wenn man da wirklich 100% handfeste Beweise hat, dass der ein Kind vergewaltigt hat oder getötet oder den Eltern weggenommen und das Kind ist geschädigt bis ans Ende des Lebens, Digga, ich würde jetzt mal ganz im Ernst, ne, nicht die Todesstrafe, die würde ich doch nicht mal, klar, die wäre schon ganz in Ordnung. Ja, da würde ich auch gerade erwähnen, aber es gibt noch. Aber, ich würde dafür sorgen, dass dieser Typ das Tageslicht nicht mehr sieht, jeden Tag einen Tritt in die Fresse bekommt, ein Stück Brot und ein bisschen Wasser aus einer Pfütze, Alter, das würde er von mir bekommen. Weil guck mal, Leute, wenn das Gesetz hier in Deutschland irgendwie, schlimmer wäre, also wenn die zum Beispiel, wenn du wirklich nicht nur 15 Jahre, es waren sogar nur 15 Jahre, obwohl das längste, was man in den Knast kommen kann, ist, glaube ich, 25 Jahre. Ja. Wenn das andere Straftäter wissen, dass sowas mit ihnen passiert, dann kommen die gar nicht erst auf die Idee. Ja, ja, klar. Und, ja, es ist einfach ein gewaltiger Unterschied zu Amerika. In Amerika wirst du schon, wenn du irgendwas geklaut hast, die schmeißen dich auf den Boden. Gut, da denke ich manchmal, es ist schon wieder zu übertrieben, aber die schmeißen dich auf den Boden, schlagen dir in die Fresse. Selbst wenn du nur einen Bonbon geklaut hast und nehmen dich sofort mit, dann fragen die dich, hast du den Bonbon geklaut? Wenn ja, dann, kriegst du noch einen Schlag in die Fresse. Aber in Amerika, wenn du nein sagst, kriegst du noch einen Schlag. Bis du die Wahrheit sagst. Also, es ist schon wirklich übertrieben heftig, muss man ja sagen. Aber es gibt eine Sache, die, ich hab zwei Sachen noch zu erwähnen, aber ich erwähne erstmal die eine Sache. Ja. Und zwar, ich finde den Knast mittlerweile in Deutschland ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu sagt. Finde ich gut, aber, dass du das auch ansprichst. Aber sagt mal, seid mal ehrlich irgendwie,
dass der Knast heutzutage in Deutschland, das ist doch irgendwie Luxus. Ich meine, die haben Fernseher, die haben eine Matratze, meine, die sollen auf dem Boden schlafen. Ja, Digga, ich rede nicht von, was das ist, Steuerhinterzieher, die können von mir aus... Ja, genau, das juckt mich auch, das ist, ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem. Digga, das ist auch, aber so Missgeburten, die Kinder vergewaltigen, Alter, die sollen im Stehen schlafen. Die sollen einfach im Stehen, die sollen so einen kleinen Raum haben, dass sie im Stehen scheißen müssen, Alter. So, weiß ich nicht, Alter, das, wie kann man denen überhaupt noch irgendwie mit gutem Gewissen irgendwas geben, Alter? Ich würde denen jedes Mal ins Gesicht trotzen und ins Gesicht treten, ohne Spaß. Wie kann man einem Menschenleben wirklich so ein kleines... Guck mal, das kleine Mädchen weiß, oder der kleine Junge weiß doch gar nicht, was gerade mit dem passiert, Alter. Was ist mit den Menschen los, die sowas machen? Es ist schon wirklich heftig, Alter. Es ist übertrieben heftig. Ich hab auch kleine Geschwister. Weißt du, wenn ich mir das vorstelle, stell vor, irgendein Wichser hätte das mit meiner Schwester oder mit meinen zwei Schwestern gemacht, Alter. Ja, Digga, du hast auch einen kleinen Bruder. Ja, das ist wirklich das ist nicht... Es ist wirklich heftig, Leute. Was man aber jetzt auch noch erwähnen muss, Giorgio, ist... Dass ich persönlich finde, dass sobald eine Frau oder ein Kind sagt, der Mann hat mich vergewaltigt, hat sie meistens Recht sofort für den Staat. Was ich ist ja schon mal aufgefallen, selbst wenn er unschuldig ist, er hat meistens Recht. Wenn er aber sagt, sie hat mich vergewaltigt, dann wird er ausgelacht. Ja, gut, aber Digga, es gibt auch weibliche Vergewaltiger, die Jungs vergewaltigen. Ja, Digga, ich meine, das ist echt viel seltener, das ist wirklich ja, so. Ja, aber es gibt's auch. Ja, klar, aber das Ding ist, klar, du kannst einen kleinen Jungen vergewaltigen, indem du da, was weiß ich, an dem Pillermann rumspielst, aber als erwachsener Mann kannst du von der Frau nicht vergewaltigt werden, weil du musst ja einen Dicken bekommen. Nee, das nicht, aber wann wird bitte schon eine, gut, es ist auch oft der Fall, dass erwachsene Frauen vergewaltigt werden, sogar sehr, sehr oft, ja, klar. Aber ich find's wesentlich schlimmer, wenn ein Mädchen vergewaltigt wird. Und ein Junge kann sich auch nicht vor einer Frau wehren. Nein, klar. Was eigentlich... Ich meine, sie können die auch vergewaltigen mit dem Finger zum Beispiel. Und es gibt ja auch viele Art, worauf die dann stehen, diese kranken Menschen, Alter. Das sind einfach richtig kranke Menschen. Aber ich möchte auch, wie gesagt, das mit dem Knast finde ich auch ein ganz gutes Thema. Vor allen Dingen finde ich, wie die Leute da leben. Die können eine Playstation können die da drin haben. Ja, die können eine Playstation, können die sich da anschließen an ihrem Flachbildfernseher und haben ihre Ruhe. Die können darin Geld verdienen und haben zweimal die Woche irgendwie die Chance, irgendwas beim Kiosk zu kaufen. Das ist unnormal heftig, Alter. Digga, die können da drin eine Ausbildung machen. Die haben es besser als die Leute hier draußen. Die können Ausbildungen im Knast machen. Eieiei. Also Leute, ihr seht, man braucht sich gar nicht zu wundern, wieso es solche Menschen gibt. Glaub mir, ich finde, eine Todesstrafe sollte es nicht geben. Könnt ihr immer sagen. Denkt ihr, es sollte eine Todesstrafe geben? Ich persönlich denke nicht. Nein, sollte es nicht geben, Digga. Sollte es nicht geben. Ja, weil Digga, aber ich finde, eine Todesstrafe sollte da sein für jemanden, der auch einen Mensch umgebracht hat. Und das mit vollen Willen. Der auch hat nicht, den Tod verdient. Auch nicht, nein. Ich finde, es sollte keine Todesstrafe geben, weil, guck mal, die Person macht was, sie vergewaltigt ein Kind und kriegt nicht mal eine Strafe, sie ist einfach weg. Das ist sogar in Amerika zumindest, in Deutschland ist es natürlich eine Strafe, wenn sie sterben, weil der Knast ja ziemlich chillig ist, ne, das ist ja so wie bei mir zu Hause, gibt eine Heizung wahrscheinlich, ne, ein Bett, eine Playstation, alles was gibt, aber bestimmt können die noch YouTube-Videos machen. Ja, heute ist mein zweiter Tag im Knast. Was geht bei euch, Leute? Ich habe nur ein Kind vergewaltigt. In Amerika ist es so, da sollte es auf keinen Fall eine Todesstrafe geben, weil da werden die wirklich misshandelt. Das ist in Amerika so. Wenn ihr die Polizei dort seht, ich habe letztens ein Video gesehen, ne, das war auf der Startseite. Es gibt halt manchmal so Videos, die werden irgendwie hochgeladen von irgendwelchen Kanälen und die kriegen dann auf einmal so, zum Beispiel so ein Tornado oder so. Der hat auf einmal den nächsten Tag 10 Millionen Aufrufe so. Digga, ich muss das auch mal machen. Wenn ich in die Toilette scheiße, habe ich auch einen Tornado, Alter. Das muss ich mal filmen. Du musst es wie einfach Scheiße in der Toilette nennen, dann bist du auf der Startseite. Abonnieren, Leute, für mehr Scheiße auf Toilette. auf jeden Fall, um jetzt nicht vom Thema abzuweichen, es sollte nicht eine Todesstrafe, ist meine Meinung, Digga. Ja. Was sagt ihr dazu? Da sind Giorgio und ich verschiedener Meinung. Da werden die wirklich misshandelt oder auseinandergenommen in Amerika. Also ich finde auch, wie gesagt, ich sage ja selber, bei Menschen, die zum Beispiel jetzt anderen Menschen Leid angetan haben, wie zum Beispiel jemanden vergewaltigt oder, wie gesagt, ein Kind wirklich das Leben zerstören, die sollen nicht umgebracht werden. Die sollen schon umgebracht werden, aber die sollen sich selber umbringen, weil sie einfach keine... Nein, die sollen nicht mal die Chance haben, sich selber umzubringen, weil sie gefesselt werden, weil ihnen jeden Tag ins Gesicht getreten wird, Alter. In Amerika, genau, ist das nicht besser ja, Digga, als eine Todesstrafe? Das ist ja auch besser, aber ich rede jetzt von jemandem, der jemanden einfach so umbringt. Der hat auch den Tod einfach verdient.
Das sage ich einfach. Ich sag nicht, weil ey, alles, was mit Kindern zu tun hat, die müssen gequält werden. Aber wenn irgendeiner einen einfach so umschießt, Alter, das Risiko ist viel zu hoch, dass er es nochmal macht, wenn er wieder rauskommt. Okay, das kann sein. Okay, das kann sein, wenn es wirklich ohne gesund ist. Meistens hat das ja immer irgendwelche Vergangenheiten. Viele Leute sagen ja, jetzt kommen wir wieder aufs nächste Thema, Amok laufen. Das ist Call of Duty und Counter-Strike und sowas, oh der Fall Gott, ist. Alter. RTL! Ja, natürlich. RTL, mein Lieblingssender, der beste der Welt. Ich gucke jeden Tag mitten im Leben. Familie im Brennpunkt, Alter. Und hab nichts Besseres zu tun. Assis im Brennpunkt. Yay. Und das ist Unsinn. Ich finde einfach, jetzt weichen wir wieder vom Thema ab, aber ich finde, Zocken hat nichts damit zu tun. Natürlich, guck mal, wenn man Counter-Strike spielt, da kommt man mehr auf die Idee, einen Amoklauf zu beginnen. Aber gut, dann sind wir jetzt wieder, ne, vom Thema abgewichen. Aber da gehört da steckt einfach viel dahinter. Irgendwelche Familienprobleme, irgendwelche Depressionen, dass er vielleicht noch gemobbt wird und so weiter und so fort. Ich zocke auch Call of Duty, aber mein Leben sonst ist eigentlich ziemlich gut. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie Amok zu laufen. Gut, bei mir ist doch alles normal, auch wenn einige das nicht denken. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, sowas zu machen. Vielleicht außer bei Giorgio zu Hause natürlich, ne? Aber sonst. Ja, das ist ja bei mir ja Skitandard, würde ich mal sagen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, ja, also das, wenn wir jetzt mal kurz bei dem Argument bleiben, was du gerade gesagt hast, wegen den ganzen Spielen und so weiter. Ich finde das eigentlich total dumm zu sagen, dass es wegen Spielen ist. Weil, ich glaube, wenn du einfach gemobbt wirst und spielst doch nicht, was du spielst, bist nur zu Hause, du hast einen Vater, der Jäger ist, und, ja, du fühlst dich einfach gemobbt und du siehst das erst in Sendungen, ja, wie manche einfach, mit Leben umgehen, wo es wirklich auch noch Real Life, ich meine, ab Viertel nach acht kommt doch hier Kriminalpolizei, dies, das, was weiß ich, wie heißt das hier, die Assi-Sendung hier, Navy CIS und sowas, Alter, da werden doch alle abgeknallt und was weiß ich, das wird doch meistens, in solchen Serien wird das doch verherrlicht. Ja, so sehe ich das auch und es ist Bullshit, aber ich glaube, das wissen wir alle, dass man durch Zocken alleine nicht Amok laufen geht. Das ist totaler Bullshit. Außer, das ist, keine Ahnung, das ist einfach Schwachsinn. Ich würde einem kleinen Kind zwar auch kein Counter-Strike in die Hand drücken. Nein. Aber ich würde nicht sagen, dass es daran liegt. Also das würde ich auch nicht tun, aber trotzdem. Digga, es geht einfach darum, dass kleine Kinder sowas nicht verkraften wegen dem Blut. Weißt du, das Blut ist immer so für ein kleines Kind sowas ganz Schlimmes. Ja. Jetzt gibt's noch eine Sache, die ich erwähnen will, und dann denke ich, sind wir noch fertig, nachdem du noch was gesagt hast. Und zwar wollte ich noch was erwähnen zur Polizei in Amerika. Und zwar habe ich letztens so ein Video gesehen. Und der Typ, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, auf jeden Fall saß er im Ferrari. Und er hat der Polizei den Mittelfinger gezeigt, ne? Einfach so, er saß im Ferrari, hat der Polizei den Mittelfinger gezeigt, ne? Die sind ausgestiegen, haben gegen sein Auto getreten. Gegen seine Scheibe geschlagen, ohne Scheiße, nur wegen dem Mittelfinger. Haben gegen seine Scheibe geschlagen, die Tür aufgemacht, nochmal gegen sein Auto getreten, ihn rausgezogen, auf den Boden geschmissen, einen Schlag in die Fresse und haben gefragt, wieso er das gemacht hat. Wegen dem Mittelfinger, ja. Da scherzt du nicht mit denen so. Die machen dich einfach fertig. Ja, Digga, das kannst du auch in Amerika komplett vergessen. Bei und das war das, ja, das war das Video. Hier kannst du Mittelfinger zeigen, die weinen. Die gehen, keine Ahnung, die weinen einfach. Ja, oder die Polizisten, die ich sehe, ne? Ja. Das sind meistens, guck mal, das sind meistens solche Lappen, solche Fettsäcke, die irgendwie in ihrem Auto sitzen, die fahren die ganze Zeit rum, verdienen ihre, weiß nicht, wie viel die verdienen, sitzen einfach nur rum, fahren, ohne Scheiß, das sind meistens so Lappen, wenn ich die sehe, ich habe letztens so zwei Polizisten im Auto gesehen, ne? Ich schau die so an. Alter, was ist das? Das ist doch kein Polizist, da bin ich ja eher Polizist. Ja, Digga, ich meine, das ist schon traurig, wenn man mal sieht, wie viele ausgebildet werden und das sind einfach wirklich, jetzt mal ohne Spaß, ich kann mir so einen Polizisten nicht vorstellen. Für mich muss ein Polizist wirklich was darstellen. Der muss wirklich so ein Typ sein, wo man sagt, boah, vor dem habe ich Respekt. Aber da kann ich von mir, ein 18-jähriger Hans Wurst stehen, der 40 Kilo wiegt und sagen, Hände hoch. Ja. Ja, der geht doch nicht. Ja. Genau, das ist es. Und ich sehe manchmal Leute im Autowagen, dann denke ich mir, nur weil die eine Knarre haben, denken sie, sie wären Polizisten oder was. Für mich gehört zum Polizeisein mehr dazu als nur sowas. Da gehört schon. Ich finde persönlich, man muss als Polizist einen Kurs abgeschlossen haben, zum Beispiel sowas wie, Karate vielleicht nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja.
Selbstverteidigung lernen die ja. Selbstverteidigung, aber. Ja, aber guck mal, so ein Richter, ohne Schlecht, der war richtig fett, so, ne? Da frage ich mich, wie kann er sich wehren, ne? Das frage ich mich. So, ich sag ja nicht, wenn er einen kleinen Bauch hat oder sowas, ein Polizist ist, das ist ja Unsinn, aber der war richtig fett, so. Da frage ich mich, okay, aber der ist doch kein Polizist, der soll vielleicht im Büro bei denen arbeiten, irgendwelche Papiere erledigen, aber nicht irgendwie für Gerechtigkeit sorgen oder sowas. Okay, Digga, ich persönlich denke, das war's jetzt. Ja, das Gameplay, alles klar. Ja, das Video geht schon ziemlich lange, meine ich. Und ich bin nämlich fürs Ende schauen. Was ist eure Meinung? Sollte es eine Todesstrafe geben oder nicht? Ich bin der Meinung nicht. Und George ist der Meinung schon. Aber Leute, mit Zusammenhang, ne? Also, genau, nur mit Zusammenhang. Genau. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Schauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klicke jetzt den Daumen nach oben Button, denn damit unterstützt du uns mehr, als du denkst. Georges Link ist in der Beschreibung. Ganz oben! Und dann überlasse ich dir das Schlusswort. Ja, Freunde, dann würde ich auch sagen, gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haushalt. Danny findet den Spruch immer ein bisschen krass, aber ich liebe den einfach. Und dann würde ich auch sagen, bis bald, dann bin ich bald. Und dann nur noch 3, 2, 1, Show!